Tja, Mauro Pedrazzini, man hat viele Namen in den vergangenen Monaten gehört. Ihren Namen habe ich jetzt in den Spekulationen in der ganzen Zeit eigentlich nie gehört. War es ein kurzfristiger Entscheid oder hat die Geheimhaltung einfach funktioniert? Geheimhaltung hat funktioniert. Dass man den Namen nicht gehört hat, liegt sicher auch daran, dass das Amt vom Regierungsratsstellvertreter nicht ein sehr öffentlichkeit wirksames Amt ist. Man schafft er mehr im Hintergrund und ist nicht präsent in den Medien. Fangen wir einfach an. Was hat Sie bewogen zu kandidieren? Die Anfrage war sicher der Trigger, um sich Sachen zu überlegen. Und es gibt dann halt die beiden Optionen, zu sagen, ja, ich traue mir es zu, ich traue mir es nicht zu. Aber dann gibt es auch die Frage, ich traue oder ich traue nicht. Und bei der Frage, ich traue oder ich traue nicht, gibt es nur eine Antwort. Wollen wir mal so ein bisschen schauen, wer der Mauro Pedrazzini ist. Wer Sie vielleicht noch nicht so gut kennt, was zeichnet Sie aus? Ja, Eigenlob ist immer schwer. Machen Sie ruhig. Ja, ich denke, ich bin ein pragmatischer Mensch. Ich bin zielorientiert. Ich bin kompromissbereit. Ich bin lieber einen grossen Schritt vorwärts machen, um von der eigenen Position etwas abstreichen zu müssen, als stur darauf zu bestehen, 100% überzukommen und dafür gerne in einen Heat kommen. Ich denke, ich bin auch sehr direkt. Ich bin persönlich im Umgang, sagen wir hier, hart, aber herzlich. Also. Klingt zumindest sympathisch. Was sind denn Ihre Schwächen? Ja, also die haben mit dem zu tun. Es ist, wenn man direkt ist, hat man manchmal auch Leute, die man dann halt eben aneckt. Aber manchmal hat man die Wahl, anzuecken oder nicht gehört zu werden. Und dann entscheide ich mich fürs Erste. Lassen Sie uns kurz über den Namen mal reden. Name Pedrazzini ist jetzt nicht so ganz üblich. Wo kommt der her? Aus dem Veltlin ist der Vater eingewandert. Sein Vater wiederum ist vom nördlichen Comersee. Im Tessin gibt es sehr viel mit meinem Namen. Es gibt sogar einen Schweizer Politiker, der den gleichen Namen hat. Wir sind aber weder verwandt noch Schwäger noch Sossi und etwas. Also er stammt von südlich der Alpen. Sie haben Ihre politische Erfahrung schon ganz kurz angesprochen. Lassen wir uns das ruhig ein bisschen mal vertiefen. In welchen Ressorts würden Sie sich, wenn es wunschgemäß läuft, zu Hause sehen? Wo sehen Sie da Ihre berufliche Qualifikation? Wo ist Ihr, so, Ihr Zielgebiet sozusagen? Ich bin eher dort daheim, wo Wirtschaft ist, wo Geld verdient wird, wo geschafft wird. Es ist eher meine Heimat. Aber es wird sich ja, sofern das planmäßig verläuft mit dem neuen Gesetz, das ändern bei der Regierung. Es wird 5 Schwerpunktministerien geben, wovon eines schon besetzt ist durch einen Regierungschef, der immer auf dem gleichen ist. Und es wird ein paar Einzelne geben, die frei zu verteilen sind. Aber über das ist noch eine Arbeit, die im Landtag zu leisten ist. Und ja, nach der Wahl wird man dann sehen. Also das Fell wird zerlegt. Da haben Sie schon mir fast das Stichwort gegeben. Bis zu den Wahlen ist es ja noch ein weiterer, relativ langer Weg. Wie laufen jetzt die kommenden Monate in Sachen Wahlkampf für Sie ab? Es ist ein halbes Jahr mit der Partei zusammen oder mit den entsprechenden Leuten von der Partei, die im Wahlkampf befasst sind, gibt es einen Plan, wenn was geschehen hat, sei es Plakat, sei es Veranstaltungen. Es gibt Nominationsveranstaltungen, selbstverständlich in den einzelnen Gemeinden. Und die allerwichtigste Veranstaltung ist dann die offizielle Nomination am 29. Das ist ja nur die Vorstellung der Kandidaten gewesen. Offiziell Kandidat kann man erst am 29. werden. Und ja, da gibt es eine ganze Abfolge von Ereignissen, von Events, die dann stattfinden. Aber die werden dann nach und nach kommuniziert.